Hallo liebe Teste Freizeitparks-Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Vlog-Reihe zur Sommertour 20 und 21. Ja, hinter uns seht ihr vielleicht schon den Holsteinturm und auf der anderen Seite den Highlander. Wir sind heute mit euch zusammen im Hansapark und wünschen euch jetzt schon viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt drin im Park. Einlass heute super gut geregelt, muss man ganz klar sagen. Und jetzt gehen wir natürlich zuerst zum Schwur des Kern an. Wir werden da eine Runde mit drehen. In der Zeit holt Steffi uns was zum Frühstücken. Und wir zeigen euch jetzt hier Impressionen vom neuen Themenbereich Hanse. Denn der Themenbereich im Eingangsbereich wird ja weiter thematisiert. Davon seht ihr jetzt zuerst ein paar Impressionen. Nach unserer Fahrt hier mit dem Schwur des Kernern, die wieder super gut war, haben wir uns jetzt erstmal eine kleine Stärkung hier zum Frühstück geholt. Und zwar haben wir uns 3 Muffins geholt und 3 Donuts mit Marshmallows, die lassen wir uns schmecken. Und danach geht es dann zur Neuheit in diesem Jahr zu Agildas Welt. Das waren jetzt Impressionen von Avildas Welt. Eine wirklich kleine süße Wasserbahn. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Tobi ist auch eine Runde mitgefahren. Und dann gibt es ja noch den Poppy Tower dort. Den haben wir jetzt aber ausgelassen aufgrund der aktuellen langen Wartezeit. Jetzt wollen wir lieber in Richtung Flucht von Novgorod und Nessie gehen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir danach noch so machen werden.
Was haben wir jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Wir geben euch mal wieder einen kleinen Zwischenbericht ab. Wir waren jetzt eine Runde auf dem Royal Scotsman. Während wir da gewartet haben, mussten knapp eine Stunde anstehen, da die Attraktion heute nur im Einzugbetrieb betrieben wird. Tobi war in der Zwischenzeit dann noch eine Runde auf dem Highlander, als wir am Anfang in der Schlange waren, und ist dann hinterher zu uns gestoßen. Und jetzt sind wir gerade eine Runde mit Nessie gefahren. Da haben sie jetzt Gott sei Dank inzwischen den zweiten Zug rausgeholt. Ja, und jetzt werden wir weitergehen Richtung Hanseflieger, denke ich mal, und danach eine Runde mit der Parkeisenbahn fahren. Wir waren jetzt in der Zwischenzeit dann, wie angekündigt, auf dem Hanseflieger, haben dann eine Runde mit der Parkeisenbahn gedreht und dann bin ich eine Runde mit der Flucht von Novgorod gefahren. Tobi und Steffi hatten sich in der Zwischenzeit dann Eis geholt und jetzt sind wir gerade hier nochmal Highlander im Super-Tilt-Modus gefahren und jetzt wollen wir mal zum Wellenreiter gehen, da sind wir schon Ewigkeiten nicht mehr mitgefahren.
Deswegen nehmen wir den jetzt auch mal wieder mit. Wir haben jetzt gerade eine Wiederholungsfahrt auf dem Spur des Kernern gemacht. Danach sind wir dann eine Runde mit dem Highlander gefahren. Tobi noch eine zweite und währenddessen bin ich mit Steffi eine Runde auf Nessie gefahren. Und jetzt wollen wir mal wieder mit dem Holsteinturm fahren. Nach unserer Fahrt mit dem Holsteinturm sind wir jetzt noch eine Runde nochmal mit der Parkeisenbahn gefahren. Jetzt haben wir 18 Uhr, jetzt wollen wir noch einmal in den Parkshop gehen, schauen, was es dort Neues zu entdecken gibt. Ein kleines Fazit können wir euch schon mal abgeben. Der Park war wirklich sehr, sehr, sehr gut besucht heute. Freut uns wirklich sehr für den Park, dass wieder mehr Besucher hier rein dürfen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt in den Parkshop und dann gibt es heute Abend noch was zu essen vom Italiener. Das zeigen wir euch natürlich auch und dann sagen wir mal bis gleich. Wir sind jetzt zurück im Apartment, werden jetzt gleich was von Nudelhaus Al Ponte bestellen, der Chaos Pizzeria in Grömitz, aber dazu dann gleich später mehr. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen entschuldigen, die mein Gesäß sehen mussten im Hansapark. Hier gerade uns auf dem Parkplatz ist uns aufgefallen, dass wohl meine Hose hinten gerissen ist. Ich hoffe mal, dass es im Hansapark noch nicht der Fall war. Ansonsten, ja, knallrot bin ich ja schon, wie eine Tomate, also von daher schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Wir fahren jetzt, wie gesagt, zur Pizzeria und zeigen euch einmal das Essen. Das Essen vom Nudelhaus Al Ponte war jetzt wieder sensationell gut, wie eigentlich immer. Allerdings ist in der Pizzeria immer ein großes Chaos vom Service her. Deswegen nehmen wir dort eigentlich immer, wenn wir im Hansapark waren, du passt nicht in den Hansapark-Vlog rein. Genau, wenn wir im Hansapark waren, holen wir uns meistens dann immer von dort was zu essen nach Hause. Haben das jetzt hier gemütlich auf dem Balkon gegessen. Nein, Ed, nicht in den Vlog jetzt rein. Und das war es jetzt auch mit Teil 2 unserer Vlog-Reihe zur Sommertour 2021. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr wollt. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.